Das Gen ist die Geschwindigkeit, die dem Menschen entspricht. Der Mensch hat mit dem Gen die Welt und sich selber erkannt. Und alle anderen Geschwindigkeiten, die wir heute gewohnt sind, das Flugzeug, die Bahn, das Auto, das Fahrrad, sind im Grunde für unsere Aufnahmefähigkeit zu schnell. Also ich fühle mich natürlich auch im Flugzeug und im Auto wohl. Ich muss leider auch schnell reisen. Wir sind in einer mobilen Gesellschaft daheim. Aber um die Welt zu verstehen, muss ich zu Fuß gehen. Im Flugzeug sitze ich und lese ich und ich schaue nicht einmal aus dem Fenster. Meine aufregendste Wanderung war die Wiederholung der Sherpa-Völkerwanderung vor 500 Jahren. Da sind die Sherpa, das ist ein kleiner Stamm aus Tibet, aus Kham, von Kham im Osten von Tibet über Lhasa nach Solokumbo gekommen. Das ist eine Wanderung von etwa 3000 Kilometern, die in etwa 100 Jahren stattgefunden hat. Ich bin immer noch ein Wanderer, einer, der unterwegs ist. Ich glaube, der Mensch ist in Bewegung, er ist unterwegs, aber ich war nie auf Rekorde bedacht. Ich war immer mehr oder weniger einfach neugierig. Ich bin bestimmten Themen gefolgt und wenn ich nicht mehr gehen kann, wenn ich nicht mehr unterwegs sein kann, dann ist mein Leben auch zu Ende. Ich glaube, ich bin ein horizontsüchtiger Wanderer. Wir Menschen sind Fußgänger, wir waren Fußgänger, wir kamen von den Bäumen herunter und haben dann laufen gelernt. Und über das Laufen haben wir uns selber und die Welt aufgeschlüsselt. Ohne das zu Fuß gehen, aufrecht, wie die meisten Tiere es nicht können, wären wir nicht zu Menschen geworden.